Und es ist für uns ein Vorrecht, das Wort Gottes zu hören. Amen. Wir müssen uns glücklich und glücklich schätzen, dass unsere Generation so gesegnet ist mit dem Wort Gottes. Aus verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen, jeder kann sich aussuchen. Und für mich ist es ebenfalls ein Vorrecht, Träger dieses Wortes zu sein, Träger des Wassers zu sein. Wir haben uns letzte Woche mit einem Text aus Matthäus 5 beschäftigt, die Verse 13 bis 16. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Wir haben erklärt, was Jesus damit meinte. Die ganze Frage, die uns begleiten wird, ist: Warum kam eigentlich Jesus in diese Welt? Die Bibel nennt Jesus in 1. Korinther 15, er wird da als den zweiten Adam bezeichnet. Gott hat dem ersten Adam den Auftrag gegeben, sein Himmelsreich auf die Erde zu bringen. In anderen Worten, die Kultur des Himmels auf der Erde zu verbreiten. Das war sein Auftrag. Ja, er segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde. Ja, er wollte, dass Adam und Eva die Erde füllen. Womit? Mit der Kultur des Himmels, mit dem Leben des Himmels, mit der Art und Weise, wie im Himmel gedacht und gelebt wird. Das sollte der Fall sein. Adam ist bekanntermaßen gescheitert in diesem Auftrag, dann muss Gott selber kommen, als zweiten Adam. Und er kam, um diesen Auftrag fortzusetzen, beziehungsweise umzusetzen. Amen. Jesus kam mit einem einzigen Ziel, mit einem einzigen Auftrag in diese Welt, die Kultur des Himmels bekannt zu machen, zu verbreiten, die Erde zu füllen mit dem Kultur von Gottes Reich. Und das ist das, was er hier darstellt, in der sogenannten Bergpredigt. Wenn ihr das, die Bibel genauer liest, werdet ihr merken, dass er zumindest im Matthäus-Evangelium nur in der Bergpredigt, sagen Matthäus 5 bis 7, nimmt er sich Zeit, um intensiv zu lehren. Er lehrt über die Art und Weise, wie wir leben sollen, wie Gott erwartet, wie wir leben sollen. Und in anderen Kapiteln, ab Kapitel 8, ist nicht mehr so viel Lehre, sondern er handelt. Er demonstriert, was er in den Kapitel zuvor gelehrt hat. Und das ist das, was uns begleitet in diesen Tagen. Wir wollen sehen, was Jesus uns gelehrt hat. Heute machen wir Fortsetzung mit Matthäus Kapitel 5 und die Verse 17 bis 20. Ich lese diesen Abschnitt vor. Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Amen. Jesus war zu seiner Zeit schon ziemlich kontrovers. Er hat überall, wo er aufgetaucht ist, gab es immer zwei Meinungen. Es gab immer zwei Seiten. Die einen waren für ihn, die einen waren gegen ihn. Die einen haben an ihn geglaubt, die anderen haben an ihn nicht geglaubt. Und so war es auch hier. Er reagiert auf Aussagen von Pharisäern und Schriftgelehrten, wonach er versuchen würde, die Schrift aufzulösen. Ja, die Propheten und das Gesetz, das ist ja das Gesetz, das sind das ist die Tora, die ersten fünf Bücher Mose, und die Propheten sind eben die anderen Bücher im Alten Testament. Das beide nennt man zusammen Tanach. Also man hat eben angelastet, dass er angeblich versuchen würde, das Gesetz aufzulösen und ein neues Gesetz einzuführen. Jesus sagt: Nein, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Mit Gesetz hier, was er meint,
ist, dass er gekommen ist, um das moralische Gesetz Gottes zu erfüllen. Amen. Um zu dieses moralische Gesetz zu bestehen. Es gibt ja im Alten Testament verschiedene Arten von Gesetzen. Es gibt rituale Gesetze, zum Beispiel, dass man Tiere geopfert hat und geschlachtet hat. Das ist hier nicht der Fall hier. Das ist nicht gemeint hier, sondern er meint hier, dass die moralischen Gesetze, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen und so weiter. Dass er sagt, ich bin nicht gekommen, um dieses Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich bin gekommen, um zu zeigen, wie man leben soll, um Gott zu gefallen. Ich bin gekommen, um das Gesetz Gottes in die Tat umzusetzen. Amen. Ich bin gekommen, um Menschen ein Vorbild zu sein, wie man leben soll, wie Gott es möchte. Und das geht nur über das Gesetz. Ich bin gekommen, um ein sündfreies, sündloses Leben zu führen. Das ist die Aussage in diesem Vers. Denn bis dahin gab es niemanden auf der Welt, der in der Lage war, das Gesetz umzusetzen, wie Gott es möchte. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu zeigen, wie Gott es wirklich gemeint hat, als er Mose das Gesetz gegeben hat und den anderen Propheten. Halleluja. Amen. Amen. So, und was ist denn die Substanz Gottes Gesetzes? Das sagt Jesus an anderen Stellen in Matthäus Kapitel 8, Kapitel 22 und die Verse 38 bis 40. Matthäus 22, 38 bis 40. Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben für dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen. Jesus sagt hier, das Vorbild, was ich euch bringe, beruht auf Liebe, was Gott eigentlich möchte, mit all den Büchern, die er uns gegeben hat im Alten Testament, ist zusammengefasst Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all deinen Gedanken, von ganzer Seele. Von ganzer Seele, von ganzem Herzen sollst du den Herrn lieben. Du sollst leben, um ihm zu gefallen. Du sollst sein Angesicht suchen. Du sollst dich darum kümmern, was ihm gefällt und danach leben wollen. Und du sollst aber auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er sagt, das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und Ähnliches sagt Paulus in Römer Kapitel 13, die Verse 9 und 10. Römer 13, 9 und 10. Er sagt, seid niemand nichts schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, du sollst nichts gelüsten. Und so ein anderes Gebot mehr ist, das wird in diesen Worten zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben für dich selbst. Denn Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Amen. Und das ist die Kultur im Königreich Gottes. Gott ist Liebe. Ja, im Himmel herrscht nur Liebe. Und Jesus möchte diese Kultur in die Welt bringen, unter den Menschen bringen und verbreiten. Er sagt, ich will, dass ihr in Liebe lebt, dass ihr den Herrn, euren Schöpfer, liebt und dass ihr euren Nächsten liebt. Das ist alles, was wir sagen wollten, durch die vielen Worte und die vielen Bücher, die vielen Büchergattungen. Ja, Gott hat sich ausgedrückt durch Poesie und durch geschichtliche Bücher und so weiter. Ja, alles, was er sagen wollte, ist Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und liebe deinen Nächsten. Und er sagt, das ist das Gesetz. Das ist das, was ich gekommen bin, um in die Tat umzusetzen. Bis ich kam, war niemand in der Lage, das zu tun. Ich bin gekommen, um euch ein Vorbild zu sein. Amen. Amen.
Halleluja. Er sagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, in die Tat umzusetzen und für uns ein Beispiel zu sein. Weiterhin sagt er in Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ganz wichtige Aussage. Was Jesus hier sagt, ist, dass das Gesetz, was Gott uns gegeben hat, das Wort Gottes, eine ewige Gültigkeit hat. Dieses Gesetz ist ewig und hält für immer. An anderer Stelle in Lukas 21, Vers 33 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Amen. Bevor Gott den Mund aufmacht, um etwas zu sagen, überlegt er sich, was er sagen möchte. Gott ist keiner, der heute etwas sagt und morgen das Gegenteil sagt. Oder heute etwas sagt und morgen seine Meinung ändert. Wenn er etwas sagt, dann, wie gesagt, sein Wort ist geläutert, 7-mal geläutert. Amen. Dieses Wort hat ewige Gültigkeit, ist unabhängig von Raum und Zeit, verändert sich nicht in Raum und Zeit. Und das Wort Gottes ist über jede Kultur erhaben, jede Zivilisation erhaben. Das Wort Gottes ist keinen Veränderungen ausgesetzt, sondern es ist fix und fest. Amen. Amen. Jesus sagt, dieses Wort wird nicht vergehen. Jedes einzelne Detail im Wort wird in Erfüllung gehen. Das ist in unserer Generation anders. Wir haben ja gerade Machtwechsel in den USA. Der ehemalige Präsident Barack Obama hat für viele Kausen, viele Sachen gekämpft und viele Gesetze auf den Weg gebracht, viele Dekrete unterschrieben. Und was macht sein Nachfolger Donald Trump? Ja, gleich nach dem ersten Tag, nach dem Amtsantritt, hat er vieles verändert, vieles annulliert, vieles revidiert, was sein Vorgänger mit großer Mühe erreichen konnte. Das kann mit Gott nicht passieren. Amen. Gesetze in unseren Gesellschaften können sich verändern, sie müssen sich verändern, weil die Politiker nicht alle Realitäten des Lebens und der Gesellschaft auffassen können. Sie treffen heute eine Entscheidung und morgen können die Umstände sich ändern. Man muss eben die Gesetze anpassen. Aber Gott kennt das Ende vor dem Anfang. Er weiß schon, wie das Leben ist. Er weiß, wie das Ende ist. Und wenn er ein Gesetz gibt, dann wird dieses Gesetz auch 1000 Jahre später, 2000 Jahre später, 10.000 Jahre später, 1 Million Jahre später immer noch gültig. Viele Leute sagen, die Bibel ist altmodisch, die Bibel ist nicht mehr aktuell. Man muss ein bisschen die Bibel anpassen. Die Kirche muss sich modernisieren. Das ist völliger Quatsch. Die Bibel hat ewige Gültigkeit. Egal in welcher Kultur, sie gilt so, wie sie ist und daran muss man und darf man nichts verändern. Sie ist perfekt so, wie sie ist in ihrer Botschaft. Amen. Gott möchte seinen Standard nicht herabsetzen, damit sie angepasst sind an unsere Realität, unsere Kultur. Das Gegenteil muss geschehen. Wir müssen unsere Standard, Gottes Gesetz, Gottes Gebote anpassen. Das Wort Gottes ist heute auch noch moderner denn je. Das Wort Gottes hat immer mehrere Schritte, jeder Kultur mehrere Schritte voraus. Ist jede Kultur mehrere Schritte voraus. Lichtjahre voraus. Amen. Amen. Das können wir eben die Erfahrung im Alltag machen. Die Bibel sagt, du sollst nicht lügen. Wer mag es, wenn er angelogen wird? Hand hoch. In allen Kulturen mögen die Menschen es nicht, wenn sie angelogen werden. Du sollst nicht töten. Wer möchte gerne umgebracht werden? Wer, der gesund ist im Kopf? Niemand. Amen. Und Gott wusste es. Du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Wer verheiratet ist, möchte gern, dass die Menschen seine Frau begehren und vielleicht mit ihr schlafen. Niemand. Ob du in Indien bist,
ob du in Kamerun bist, ob du in Deutschland bist, ob du in den USA bist, ob du in Tonga bist, in Fiji bist, alles ist das Gleiche. Die Menschen bestätigen das Wort Gottes im Alltag. Amen. Gott sagt, du solltest das lieben. Wer mag es, wenn er geliebt wird, wenn er wertgeschätzt wird? Jeder Mensch. Jeder Mensch. Und das bestätigt das Wort Gottes. Dieses Wort hat ewige Gültigkeit, verändert sich nicht im Raum und Zeit, sondern bleibt unveränderbare Weise gültig. Halleluja. Die Kulturen können sich verändern, aber das Wort Gottes wird sich niemals verändern. Es ist wichtig, dass wir das wissen, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo die Kultur sich verändert, wo Menschen versuchen, uns mit der Kultur zu beeinflussen. Aber Gott möchte, dass seine Kinder dagegen standhalten. Deswegen auch die Aussage von letzter Woche: Ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Licht ist extrem dominant. Salz ist extrem dominant. Licht kann nicht beeinflusst werden. Salz beeinflusst, Licht beeinflusst. Wenn ein Raum dunkel ist und du bringst Licht rein, dann muss die Dunkelheit weichen. Dann ist es plötzlich hell. Amen. Wenn du Salz in ein Essen reintust, dann macht es einen Unterschied. Das macht sich bemerkbar. Also das Reich Gottes ist dominant. Die Kultur Gottes Reiches ist dominant, ist höher und erhaben. Und wenn wir diese Kultur in uns haben, dann sollen wir uns nicht beeinflussen lassen durch die Kultur der Umgebung, der Gesellschaft, in der wir leben. Amen. Das ist die Aussage hier. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes bleibt für ewig. Sie hat ewige Gültigkeit. Was Gott gesagt hat, das bleibt so. Niemand kann einen anderen Standard erfinden. Und dann Gott sagt, und es ist einfach so. Das ist auch so, weil Gott die höchste Autorität hat. Er ist der Schöpfer des Universums und er ist die höchste Instanz in der Schöpfung. Er ist sogar oberhalb und über der Schöpfung erhaben. Was er sagt, das hat Gesetzesgültigkeit und niemand kann ein anderes Gesetz machen. Niemand kann einen anderen Standard machen. Alle Standards müssen sich vor dem Standard Gottes beugen. Amen. Seid ihr mit mir? Halleluja. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. An der Stelle möchte ich an uns appellieren, dass wir uns als Gläubige nicht kompromittieren in unserer Gesellschaft. Dass wir unseren Standard nicht herabsetzen, vielleicht um Menschen zu gefallen oder um irgendwelche Vorteile in der Gesellschaft zu gewinnen, sondern wir müssen den Standard Gottes Reiches hochhalten und daran festhalten, egal was passiert. Unsere Gesellschaft unterliegt Wandel, jedes regelmäßigen Wandel. Vor 50 Jahren, vor 40 Jahren war es verpönt in Deutschland, dass Mann und Mann heiraten und zusammenleben. Heute ist es völlig normal für die meisten Menschen. Frau und Frau, das ist normal. Wenn du Gegenteiliges sagst, dann gehst du wie ein Mensch aus der Antike. Dann bist du plötzlich intolerant, unmodern. Fundamentalist und Traditionalist und es gibt so viele Begriffe dafür und sie deuten darauf hin, dass du in der Vergangenheit stehen geblieben bist. Aber das Wort Gottes sagt, dass es Sünde ist. Gott liebt die Menschen, die so leben, aber er hasst die Sünde, die sie begehen. Und das hat ewige Gültigkeit. Ob der Gesetzgeber das billigt oder nicht, das hat ewige Gültigkeit. Es ist in den Augen Gottes Sünde. Heute ist es normal, dass ein Mann, eine Frau Geschlechtsverkehr miteinander haben, obwohl sie nicht verheiratet sind. Wenn du heute keinen Partner hast, dann bist du komisch, bist nicht mehr normal. Wenn du sagst, ich will keusch leben bis zur Ehe, dann gehst du als anachronischer Mensch. Du bist seltsam, du bist komisch. Alle wundern sich. Hast du alle Schrauben fest? Aber das ist der Standard im Wort Gottes. Das ist der Standard im Reich Gottes. Sexualität ist ein Geschenk Gottes, aber die gehört in eine eheliche Beziehung und nichts anderes.
Ein Mann, der mit einer Frau schläft und wenn beide nicht verheiratet sind, ist das aus Sicht Gottes, nach dem Gesetz Gottes, Sünde. Sünde ist strafbar. Aber unsere Gesellschaft hat sich langsam verändert. Vor 50, 60 Jahren und noch länger war es verpönt, wenn ein Mann und eine Frau zusammen gelebt haben, ohne verheiratet zu sein. Wenn eine Frau unehelich ein Kind bekommen hatte. Heute ist es völlig normal. Und das Gesetz, der Gesetzgeber unterstützt das. Und wir leben mittendrin. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir selber beeinflusst. Wir werden dazu verführt, zu glauben, dass es normal ist. Du schaltest deinen Fernseher ein und guckst dir einen Film an und ein Mann küsst einen Mann. Und das schockiert dich nicht mehr. Das ist schon abgestumpft. Eine Frau mag einen One-Night-Stand. Du guckst es an, aber es wirst du noch schockiert. Das schockiert die meisten nicht. Das ist normal geworden. Auch wenn wir das nicht praktizieren, aber es ist normal geworden. Es ist Teil der Kultur geworden. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir dazu verführt sein, dass wir irgendwann selber in sowas hereinfallen. Im Namen der, oder dass wir Menschen in unserem Umfeld billigen und unterstützen, die das sowas machen. Im Namen der Toleranz. Aber der Standard Gottes ist über jede Kultur erhaben. Deswegen wird es auch ein Gericht geben am Ende der Zeiten. Gott wird alle Menschen richten, nicht nach den Gesetzen der jeweiligen Länder, wo du herkommst. Dann wurde Gott, weißt du, bei uns war Homosexualität legal. Bei uns war es normal, ein Kind außerhalb der Ehe zu kriegen. Deswegen habe ich das getan. Nein, Gott wird uns nicht nach den Kulturen unserer jeweiligen Länder richten, sondern nach seinem Wort. Und allein nach seinem Wort. Ob du es willst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht, so wird es sein. Amen? Amen? Jesus sagt, dieses Gesetz hat ewige Gültigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Es gibt keine Gesetzesnorm, die höher wäre als das Gesetz Gottes. Keine. Keine. Niemand ist autorisiert, ein solches Gesetzesnorm zu schaffen. Es gibt es nicht. Dieses Gesetz bleibt. Amen. Ist hier die Gesetzgeber? Die Politiker wollen meistens tun, was die Wähler wollen, was die Menschen wollen, was die Mehrheit will. Warum? Weil sie den Wählern gefallen wollen. Weil sie den Menschen gefallen wollen, weil sie wiedergewählt werden wollen. Sie leben nach dem Zeitgeist und handeln nach dem Zeitgeist. Und dass dieser Zeitgeist versucht, Gemeinden zu infiltrieren heutzutage. Wir übernehmen viele Sachen von der Welt und wollen sie in Gemeinde einführen, in unser Einzelleben und ins Gemeindeleben einführen. Wir müssen verstehen, dass die Gemeinde ist Teil vom Reich Gottes. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber ihr gehört nicht zur Welt. Wozu gehören wir denn? Zum Himmel, zum Königreich Gottes. Dieses Königreich hat eigene Gesetze, eigene Kultur. Es ist ein eigener Machtbereich. Und Gott will nicht Menschen gefallen. Er trifft seine Entscheidung, er hat sein Gesetz, wenn er wird nicht gewählt. Ob Menschen ihn mögen oder nicht, ihn lieben, er bleibt Gott. Amen? Es kümmert ihn nicht, was die Mehrheit denkt, sondern was er will. Sein Wille ist immer gerecht. Sein Wille ist richtig. Sein Wille ist Gesetz. Amen. Deswegen ist es unpopulär, wenn du nach der Bibel leben möchtest. Und Paulus sagt in 2. Timotheus, wer fromm leben möchte, wer nach dem Willen Gottes leben möchte, wird viele Verfolgungen erleben, viel Widerstand erleben. Du wirst missverstanden werden. Du wirst vielleicht isoliert sein in deiner Firma, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Du wirst komisch angeguckt werden. Weil du nach einem anderen Prinzip lebst, nach einer anderen Kultur lebst.
nach der Kultur Gottes Reiches. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. In Hebräer heißt es, unsere Heimat ist wo? Im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Sofern du an Jesus Christus glaubst, musst du verstehen, deine Heimat ist nicht hier, sondern im Himmel. Und Petrus sagt, wir sind Pilger auf der Erde. Wir haben keine permanente Bleibe hier. Wir sind Pilger. Hier ist nur eine Station, eine Durchgangsstation zu unserer wahren Heimat. Das ist der Himmel. Und das müssen wir verstehen. Lass uns nicht sitzen bleiben. Wir sollen keine feste Bleibe hier auf der Erde haben. Keine, nicht festgesetzt werden in der Kultur unserer Welt. Was moralischen Standards angeht. Ich will nicht sagen, dass du als Deutsche aufhörst, Sauerkraut zu essen. Nur noch Manna essen wollen. Ich will nicht sagen, dass du aufhören sollst, als, was essen Leute, als Inder, Curry-Soße zu essen. Nur weil du nicht von dieser Welt bist. Gott wird uns keine Manna schicken. Ich spreche von moralischen Gesetzen, moralische Kultur. Amen. Denn da kommt es zu Konflikten zwischen der Kultur im Reich Gottes und den Kulturen in dieser Welt. Gott sagt, sein Standard ist ewig. Und für immer und ewig gerecht und gut und vollkommen. Halleluja. Deswegen sagt er an anderer Stelle, wer danach lebt, wird auch ewig bleiben. Wir gehen rüber zum nächsten Vers, Vers 19. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Gegenüber dem Gesetz Gottes gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme es an und wende es an, oder ich lehne es ab. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und die zwei Möglichkeiten haben auch Konsequenzen. Er sagt, die einen werden es möglicherweise ablehnen. Sie werden nach ihren eigenen Wegen leben, nach der Kultur der Gesellschaft, in der sie sind, die im stetigen Wandel ist. Und sie werden andere lehren, das Gleiche zu tun. Er sagt, wenn du dich für diese Möglichkeit entscheidest, dann wirst du der Kleinste im Reich Gottes sein. Amen. Also du kannst, es gibt keinen neutralen Grund. Du kannst nicht sagen, ich bin ganz neutral, wie die Schweiz. Na, ich bin neutral, das gibt es nicht. Entweder du bist für das Gesetz Gottes oder du bist dagegen. Wenn du dafür bist, gibt es Folgen. Wenn du dagegen bist, gibt es Folgen. Also wenn du dagegen bist, dann wirst du der Kleinste sein im Reich Gottes. Und wir sehen wieder die Logik Gottes Reiches hier. Es gibt kein Gesetz ohne Konsequenz. Ein Gesetz ohne Konsequenz ist kein Gesetz. Es ist eine Empfehlung. Amen. Immer wenn ein Gesetz verabschiedet wird, gibt es gleichzeitig Strafen, die vorgesehen sind bei Nichterfüllung, Nichtbeachtung des Gesetzes. Man muss eben eine Möglichkeit haben, Zwang auszuüben, damit die Menschen das Gesetz beachten. Sonst ist es kein Gesetz. Versteht ihr das? Sonst ist es nur eine Empfehlung. Wer möchte, kann tun. Wir empfehlen euch, liebes Volk, dass ihr eure Steuern zahlt. Das ist einfach schön, einfach nett, Steuern zu zahlen, oder? Nein, das Gesetz sagt, jeder Bürger nach gewissen Schlüssel muss Steuern zahlen. Was passiert, wenn du nicht zahlst? Dann weißt du, dass es ein Gesetz ist. Dann kommt ein Brief erstmal. Und dann hast du Ärger, Steuerhinterziehung. Möglicherweise gehst du ins Gefängnis. Das ist Gesetz. Deswegen sagt er, wer mein Gesetz nicht beachtet, der wird meine Macht zu spüren bekommen. Siehst ihr, die Gesetze Gottes sind nicht nach Beliebigkeit da, wenn du willst, ja, wenn du willst, wenn du Lust hast. Und das ist die Kultur, in der wir leben, Individualismus. Ich tue und lasse, was ich will, was mir gefällt, was mir schmeckt,
was mir Vorteile bringt. Ich entscheide selber. Das funktioniert so nicht. Noch nicht mal in unserer Gesellschaft. Du kannst nicht selber entscheiden, ob du Steuern zahlen willst oder nicht. Du kannst nicht selber entscheiden, ob du über Rot fährst. Das kannst du nicht. Selbst in unserer Gesellschaft gibt es Zwangsmechanismen von Seiten des Staates, damit die Bürger die Gesetze beachten. Und erst recht im Reich Gottes. Gott ist der König. Er ist der Allmächtige. Mit seinem Gesetz ist nicht zu spaßen. Amen. Mit seinem Gesetz ist nicht zu spaßen. Es ist schrecklich und unweise, sich gegen Gott aufzulehnen, gegen sein Gesetz. Das hat Folgen, ob du willst oder nicht. Amen. Seht ihr, wir leben in einer Gesellschaft, auch in Gemeinden, wo man auch Gefälligkeitsevangelium predigt. Gefälligkeitsevangelium. Man bastelt für jeden Einzelnen, in jeder Situation, ein neues Evangelium. Und der Mensch ist stets im Mittelpunkt. Wenn du glücklich bist, dann ist es richtig, was du machst. Das Ziel heiligt die Mittel. Du siehst in der Gemeinde eine junge Frau, die sich als gläubig ausgibt, und sie holt sich einen Freund und beide leben in wilder Ehe. Es gibt in vielen Gemeinden solche Leute. Sie kommen und sie erfinden für sich selbst ein Evangelium, das das rechtfertigt. Gott ist Liebe. Gott liebt mich. Er kennt mein Herz. Er weiß, wie ich es meine. Er kennt mein Herz. Bitte verurteilt mich nicht. Du kennst mein Herz nicht. Gott kennt mein Herz. Er ist Liebe. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er ist nicht so hart, nicht so streng, nicht so ernst. Sei cool, bleib cool. Gott ist cool. Aber man bastelt sich sein Evangelium zurecht. So ist es nicht. Das Gesetz ist Gesetz und für alle. Wenn der Staat sagt, alle Bürger müssen Steuern zahlen, sogar die Kanzlerin zahlt Steuern. Da kann man nicht kommen und sagen, hey, weißt du was, du bist so ein netter Bürger. Gell? Wir erlassen dir alle Steuern, du zahlst nicht. Du zahlst nicht, du bist so nett. Wir sind so lieb. Deswegen, du, ausnahmsweise darfst nicht zahlen. So funktioniert das nicht. Das Gesetz ist Gesetz für alle. Und alle Zeit. Amen. Viele lügen sich in die Tasche. In Gemeinden. Und am Ende wird ihr Schicksal schrecklich sein. Weil niemand sich getraut hat, in die Wahrheit zu sagen, Schwester, das ist Sünde. Tu Buße und lebe. Ich sage dir lieber die Wahrheit jetzt auf das Risiko hin, dass du mich hast und Sachen über mich erzählst, als dass ich schweige und dass du am Ende verloren gehst. Offene Zurechtweisung ist besser als verborgene Liebe, sagt die Bibel. Gott hat kein individuelles Gesetz für jeden Einzelnen, ein partikulares Gesetz. Na gut, ich nehme dich raus, mach mal ein Gesetz für dich. Ja, du darfst ausnahmsweise mit einem Mann schlafen, mit dem du nicht verheiratet bist. Ich bin lieb. Das ist zwischen uns, ja? Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn du gegen das Gesetz verstößt, dann wirst du alle Konsequenzen des Gesetzes verspüren. Und Gott ist so transparent, er sagt uns vorher, was die Konsequenzen sind. Er lässt uns nicht im Unklaren. Er sagt, wenn du dies magst, wirst du das haben. Wenn du dies magst, wirst du das haben. Amen. Lass uns klar sein, Gott ist scharf, Gott ist klar. Gott ist radikal. Gott spielt nicht so mit uns. Er hat nicht mehrere Standards, mehrere Maße. Amen. Er sagt, wenn du gegen das Gesetz verstößt, wirst du der Kleinste sein im Reich Gottes. Das heißt, Schande wird dein Anteil sein. Schande wird dein Anteil sein. Keine Ehre für dich. Die nächste mögliche Haltung ist, dass du das Gesetz selber umsetzt und andere lehrst, das Gleiche zu tun.
Er sagt, wenn du das machst, dann bist du der Größte im Reich Gottes. Bist du groß sein im Reich Gottes. Und wenn Gott dich klein nennt, dann bist du wirklich klein. Jetzt bist du arm dran. Und wenn Gott dich groß nennt, dann bist du wirklich groß. Er sagt, für die, die mein Gesetz beachten und andere lehren, Gleiches zu tun, habe ich Ehre. In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30 sagt Gott, ich ehre, wer mich ehrt und ich verachte, wer mich verachtet. 1. Samuel 2, Vers 30. Ich ehre den, der mich ehrt und ich verachte den, der mich verachtet. Und wenn Gott dich verachtet, dann gibt es keine Hoffnung für dich. Keinerlei Hoffnung für dich, wenn Gott dich verachtet. Aber du hast die Wahl. Du entscheidest, welche Haltung du haben möchtest gegenüber Gottes Gesetz. Amen. Amen. Und weiter in Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Nicht alle werden in das Reich der Himmel eingehen. Wenn jemand dir das gesagt hat, dann ist er ein Lügner. Ein Sohn des Lügners. Nicht alle werden in das Himmelsreich, gehen. Sondern Jesus sagt hier nur, die, deren Gerechtigkeit weit über die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertrifft. Um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wer die Pharisäer und Schriftgelehrten überhaupt waren und was Jesus ihnen vorzuwerfen hatte. Das waren auf jeden Fall geistliche Autoritäten in Israel. Sie waren dafür zuständig, das Gesetz zu lehren, zu studieren und zu lehren. Sie waren so das, ja, so ungefähr wie Priester oder Pastoren und Theologen heute. Das waren die Pharisäer damals. Sie waren zuständig, eben das Volk im Gesetz Gottes zu unterweisen, zu unterrichten. Und Jesus hatte aber ein Problem, viele Probleme mit ihnen. Ich habe so ein bisschen geguckt, ihr könnt zu Hause nachlesen, Matthäus 23, das ganze, fast das ganze Kapitel. Jesus sagt, er wirft den Pharisäern viele Sachen vor. Ich fasse zusammen. Die erste Sache ist, dass die Pharisäer viel mehr Wert auf äußere Frömmigkeit gelegt haben. Auf Äußerlichkeiten. Ja, sie wollten an öffentlichen Plätzen begrüßt werden, haben lange religiöse Kleider, religiöses Gewand immer angezogen, haben lange gebetet, damit Menschen sehen, wie geistig sie sind, wie toll sie sind. Alles war äußerlich, aber das Herz war verdorben. Sie waren Heuchler, Scheinheilige. Sie haben ihre Religiosität immer nach außen gelebt. Aber in das innere Leben, das Herz, was für Gott das Wichtigste ist, war, wie gesagt, verrotten, verdorben, korrupt. Aber sie wollten nicht zugeben, sie wollten auch nicht zu Gott gehen, damit Gott das Herz heilt. Sondern sie waren damit zufrieden, dass Menschen ihre äußere Frömmigkeit, ihre Gewand, ja, sie wollen eben, wenn ein Fest war, wollten sie immer in der ersten Reihe sitzen, sie wollten schön begrüßt werden. Aber das Herz war weit entfernt vom Gesetz Gottes. Jesus wirft ihnen das vor. Er sagt in Vers 25, Matthäus 23, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind. Doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Vers 26, ihr blinden Pharisäer, wascht erstmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann von selbst sauber. Euer Schriftgelehrten Pharisäern wird es schlimmer gehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Ich denke, ja, die Pharisäer, die waren echt schlimm. Bäh. Ich, nein,
Aber das passiert Menschen heute auch noch. Viele denken ja, wenn ich im Gottesdienst bin, dann haben alle gesehen, ich war da, also ich bin noch im Glauben und alles in Ordnung. Nein, du bist hier. Aber hier zu sein ist nicht alles. Du bist hier, aber in welchem Zustand ist dein Herz? Wie lebst du, wenn niemand mehr da ist? Wenn der Pastor nicht mehr da ist? Wenn die Geschwister nicht mehr da sind? Wie lebst du? Wie ist dein inneres Leben? Wie ist dein Herz? Das ist das, worauf es ankommt bei Gott. Nicht, dass du hier bist. Es ist gut, hier zu sein. Aber wenn hier sein für dich das alles ist, dann reicht das nicht. Dann ist es Oberfläche, das ist Heuchelei, Scheinheiligkeit. Gott schaut auf dein Herz. Viele Leute werden jeden Sonntag in die Gemeinde kommen. Am Ende werden sie in die Hölle gehen. Schon bewusst? Ich möchte nicht von denen sein. Ich möchte nicht dazu gehören. Gott schaut auf dein Herz. Dein Herz, wenn du allein bist, wenn niemand da ist, wenn es keinen Lobpreis gibt, wenn es keine Predigt gibt. Darum geht es. In welchem Zustand ist dein Herz, wo du hier sitzt? Ich will nicht sagen, dass Gott von uns erwartet, dass wir vollkommen sind und völlig sündlos sind. Aber es geht darum, welche Richtung dein Herz geht. Bist du zufrieden? Genießt du vielleicht die Dinge, die in deinem Herzen sind? Oder bist du traurig drüber und willst du sie zu Gott bringen, dass er die Tasse von innen reinigt? Die Pharisäer haben das Wort Gottes durch menschliche Tradition ersetzt. Sie haben viele Sachen hineininterpretiert, viele Sachen hinzugefügt. Am Ende hat das die Kraft Gottes Wortes selber getötet. Die Pharisäer waren selbstgerecht. Sie vertrauten vielmehr in eigene Kraft, um gerecht zu sein. Sie wollten selber sich das erarbeiten, haben nicht auf Gott vertraut, dass er sie verändert. Wenn Gott von uns verlangt, dass wir nach der Kultur seines Reiches leben, dann verlangt er nicht, dass wir das aus eigener Kraft tun sollen, denn das schaffen wir niemals. Er will uns Leben geben. Er will, dass wir durch sein Leben, in ihm leben. Halleluja. Dass wir in ihm leben. Paulus sagt, wenn ich lebe, dann lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und durch mich. Das ist das, wo er uns hinbringen möchte. Er möchte, dass wir lernen, aus seiner Kraft heraus zu leben. Die Kraft der Auferstehung, die in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben. Diese Kraft soll, ist diese Dynamis. Diese Kraft soll das Leben Gottes hervorbringen, produzieren. Wenn du diese Kraft in dir nicht hast, dann kannst du das Leben Gottes nicht kosten, nicht erfahren. Jesus Christus muss in deinem Herzen sein und du musst zulassen, dass er dich verändert. Du kannst dich selber nicht verändern. Du kannst es nicht. Du wirst daran kaputt gehen. Vertrau einfach auf Gott. Sag Gott, ich kann es nicht. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Kraft. Ich will dein Leben haben. Ich will, dass du durch mich lebst. Dass du in mir lebst. Dass du das Leben Gottes hervorbringst in mir. Amen. Dann wirst du erleben, Matthäus 12, 13, dass du das Licht der Welt bist und Salz der Erde. Dass die Kultur Gottes Reiches einfach in dir lebt. Guck mal, wenn du als Deutscher irgendwo bist, ja? Du als Deutsch, du bist ja eine deutsche Frau, gell? So sagen wir, eine Deutsche geht nach Paraguay oder nach Guatemala. Es ist ganz klar erkenntlich, dass du Deutsche bist. Woran erkennt man, dass du Deutsche bist? Wenn du so im Ausland bist. Und deine Art zu reden, deine Sprache, deine Art zu denken, deine Art zu ticken. Manche Sachen sind für dich komisch. Dann sagst du, bei uns in Deutschland ist es so und nicht so. Du bist einfach so. Du machst nicht extra. Du bist einfach Deutsche. Und du tickst einfach so. Weil du, wie lange lebst du schon? Seit 41 Jahren in Deutschland lebst und du bist geprägt worden in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, an der Uni und so weiter. Na, durch die Medien, du bist geprägt worden und du bist das Produkt der Gesellschaft, in der du lebst. Du bist Deutsche. Du tust nicht Deutsche. Du bist es.
Genauso verhält es sich im Reich Gottes. Du bist einfach ein Kind Gottes. Du hast die Kultur in dir. Wenn du geprägt bist mit Jesus Christus, dann bist du es. Du musst dich Kind Gottes tun. Versteht ihr das? Du kommst zu einem Punkt, wo du einfach so bist. Du bist Licht. Du bist Salz. Und da möchte Jesus uns hinführen, dass wir so verwandelt werden. Deswegen heißt es, seid erneuert in eurem Denken, in eurer Gesinnung und passt euch dieser Weltzeit nicht an. Passt euch dieser Gesellschaft nicht an. Passt euch der Kultur dieser Welt nicht an, sondern werdet erneuert in eurer Gesinnung. Amen. So, wenn du wirklich einen Stand, Gott möchte uns so hinführen, dass er so uns so erneuert, dass wir einfach Licht sind. Ich muss es schon extra tun. Ich bin einfach Licht, bin einfach Salz. Jesus kreuzt irgendwo auf, er muss nichts tun, Dämonen fallen auf ihre Knie. Er muss nichts tun, Leute erkennen, hier ist Gott. Hier ist irgendwas los. Hier ist irgendwas anders. Alle sagen, was ist das hier für ein Mensch? Sogar der Sturm gehorcht ihm. Sogar Dämonen gehorcht. Sowas haben wir noch nie gesehen. Amen. Du musst nicht Deutsch tun oder Kamerunisch tun. Du bist Kamerun. Du bist Deutsch. Du bist Inder. Du bist Angolaner. Du bist es einfach. Du bist das Produkt dieser Gesellschaft, in der du aufgewachsen bist. Und wenn Jesus uns prägt, dann sind wir auch ein Produkt. Und wir sind. Und es gibt viele Passagen, wo Jesus sagt, ihr seid. Bitte beim Bibelstudium unterstreicht, markiert alle Aussagen Jesu, wo er sagt, ihr seid. Und das, da will er uns hinführen, dass wir sind. Nicht, dass wir tun. Wir verbringen viel Zeit damit zu tun, aber er möchte, dass wir sind. Dass wir werden, was wir noch nicht sind, damit wir es wirklich sind. Da will er uns hinführen. Lass uns beten. Ich weiß nicht, nach welcher Kultur du lebst, nach welchen Maßstäben du lebst, nach welchen Gesetzen du lebst. Vielleicht nach den Gesetzen deines eigenen Herzens, oder nach der Kultur der Gesellschaft, in der wir leben. Was prägt die Gestaltung deines Lebens? Was prägt das? Ist es das Wort Gottes? Oder ist das die Gesellschaft, die geltende Kultur? Jesus möchte, dass du einen Ersatz, er möchte dir einen Ersatz anbieten. Dass du in sein Reich kommst. Die Kultur deines Reiches annimmst, das Wort Gottes annimmst. Ach, auf das, damit du am Ende auch ins Reich des Himmels kommen kannst und darfst. Ich möchte die Gelegenheit geben, wenn du heute Morgen diese Predigt hörst und du bist nicht sicher, dass du schon im Reich Gottes bist. Vielleicht lebst du noch nach deinem eigenen Herzen oder nach dem, was du so in deinem Umfeld siehst. Und nicht nach dem Wort Gottes. Ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich möchte alles aufgeben, um nach deinem Reich zu leben. Ich möchte für dich leben. Ich möchte unter deinem Gesetz leben. Wenn das dein Wille ist, dann lade ich dich ein, zu beten und ihm genau das zu sagen. Jesus, ich gebe dir mein Herz heute. Ich will dein Wort annehmen als einzigen Maßstab für mein Leben. Und ich tue Buße. Bitte vergib mir für alles, was ich getan habe, was gegen dein Wort ist. Und hilf mir, nach deinem Wort zu leben. Halleluja. Bete für dich, dass Jesus Christus dich erfüllt, durch und durch. Dass er dich durch und durch erfüllt mit seiner Person, mit seinem Geist.
dass er in dir und durch dich lebt. Dass er dich erfüllt mit seinem Licht. Dass du sein kannst, was du sein sollst. Dass du Licht der Welt sein kannst. Und Salz der Erde sein kannst. Sein Wort ist vollkommen. Ist wie geläutertes Silber. Wir müssen uns beugen vor seinem Wort. Sein Wort ist Leben für uns. Sein Wort ist Richtung, Orientierung für uns. Oh Jesus, bitte hilf uns, Herr. Wir wollen die Waffen niederlegen, Herr. Wir wollen einfach deine Gnade annehmen. Wir lassen uns heute Morgen verändern. Wir nehmen die Kultur deines Reiches an, die sich ausdrückt in und durch dein Wort, Herr. Wir wollen unser Leben danach ausrichten. Dein Wort und einzig dein Wort soll der Maßstab für unser Leben sein. Soll unsere einzige Orientierung sein. Kompromisslos wollen wir für dich leben, Herr. Danke, dass du uns hilfst, dass du uns stärkst, dass du uns veränderst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.